Heimspiele sind natürlich immer besonders schön. Gerade hier auch in dem Verein ist es einfach so ein Familiengefühl. Viele Leute kommen in die Halle, wir haben Zuschauer, die Stimmung ist gut. Und gerade weil es auch kein leichter Gegner wird, können wir uns da, glaube ich, auch was freuen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass wir unterschätzt werden, weil uns unser Ruf einfach vorauseilt. Und ich habe auch schon viel von anderen Vereinen mitbekommen und man hört da einiges natürlich auch immer. Und ich denke, dass die uns sehr hoch schätzen. So muss man dann sehen, ob wir das tatsächlich auch leisten können, was da von uns erwartet wird. Ich hoffe es und ich denke, wir sind nicht zu unterschätzen, aber es ist auch nicht, definitiv nicht so, als würde das ein Selbstläufer für uns werden. Ja, der Unterschied ist jetzt auf jeden Fall, dass jetzt das allererste Mal so sein wird, dass wir nicht als Favoriten in die Saison reingehen, dass wir auch erstmal schauen müssen, wie weit sind wir, wie können wir in dieser Liga bestehen. Es ist auf jeden Fall mit Abstand unsere größte Herausforderung, aber wir freuen uns drauf, weil darauf haben wir jetzt die letzten Jahre hingearbeitet, dass wir wirklich mal diese große Herausforderung haben. Wir hatten einen relativ großen Umbruch, hat auch sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, dass wir jetzt einige Jugendspielerinnen haben, die jetzt den Sprung geschafft haben. Dann altgediente Spielerinnen, die jetzt in der zweiten Damen spielen, einfach weil die Prioritäten ein bisschen anders gesetzt werden. Wir haben uns definitiv verstärkt. Das heißt, wir denken, wir haben auf jeden Fall eine konkurrenzfähige Mannschaft. Aber was am Ende letztendlich dabei rauskommt, das müssen wir dann halt sehen. Ja, wenn man sich so den Standardverein anguckt, ist das sicherlich richtig, dass man in der Regionalliga deutlich mehr Zeit aufwenden muss als vielleicht in der Landesliga. Weil aber hier von dem Verein ganz klar immer von Anfang an kommuniziert wurde, dass die erste Dame ein eindeutiges Ziel hat, war das gar nicht so der Wechsel. Also jetzt sind noch mal ein paar Sachen dazugekommen, unter anderem Krafttraining oder Athletiktraining, was auch immer. Okay, das hatten wir letzte Saison auch. Aber deswegen, wir haben nicht direkt einen viel größeren Trainingsumfang, weil wir da einfach von Anfang an so gestartet haben, weil wir halt ein klares Ziel vor Augen hatten. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also wir haben schon gesagt, wir wollen irgendwann in die Bundesliga, dass wir jetzt schon da sind, wo wir sind. Wir sind wirklich ahead of schedule, also schon viel, viel weiter, als wir eigentlich sein wollten. Deswegen, wir gucken einfach, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren drin ist. Und ich bin positiv gestimmt, dass wir auch weiterhin eine gute Rolle im deutschen Basketball spielen können.